klein und schwarz, die Verpackung der Nahlinse von Marumi mit 10-facher Vergrößerung. Schauen wir uns jetzt mal an. So sieht sie aus. Sehr solide verarbeitet, sehr dickes Glas. Das soll auch so sein bei der bei dem Vergrößerungsfaktor, wenn man das hier auch so sehen kann. Ich habe mir jetzt mal hier als Testobjekt das Kit-Objektiv der 450D, das 1855 mm Objektiv auserkoren. Da werde ich jetzt hier oben mal die Nahlinse anbringen. Kleiner Tipp, wenn Sie das tun, generell, bei, egal bei welcher Optik, einfach den Autofokus auf manuell Fokus und auch für den besseren Griff dann oben einfach diesen kleinen Tubus hier oben dann einfach rausfahren, dann kann man das auch ein bisschen besser anfassen und festhalten und dann oben einfach die Linse einsetzen. So, danach kann man das Ganze dann wieder auf Autofokus machen, wobei ich sagen muss, bei diesem Vergrößerungsfaktor mache ich das dann ganz gern manuell, das Fokussieren, und mal schauen, was das so bringt. So, was gucken wir uns jetzt mal an? Hier die Verpackung der Linse. Das muss ich natürlich auch manuell scharf stellen. Also da kann man schon eine ganze Menge rausholen an Vergrößerung, wenn man das jetzt hier auch durch die Kamera gut sehen kann. Ich versuche das jetzt mal festzuhalten. So groß ist das jetzt hier im Display zu sehen. So weit steht die Verpackung weg. Ja, da hängt sich hier der Live View auf. So, also das ist schon ganz ordentlich. Da kann man schon richtig gute Sachen mitmachen. Es ist natürlich ein bekanntes Geheimnis, dass gerade im Bereich der Makrofotografie, das macht man eigentlich nicht mit so einem Kit-Objektiv. Allerdings kann man hier schon auch mit der Kombination ganz gute Ergebnisse erzielen. Besser sind dafür natürlich Festbrennweiten geeignet.